wenn es wirklich drauf ankommt. Weißt du, ja, was ich meine? Habt euch mal Tess und Waschenraffik in den Kopf da drin geschrieben, ich soll jemanden finden, der BF und Sultan nimmt, falls er ja mal nicht da ist, wie eingepackt wäre. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist meine Meinung schon immer gewesen. Prügelt ihr mal richtig. Der ist hier in der Hut, komm her, komm her. Nee, Kendrick, weißt du was, du machst das selber. Nimm dir was mit, der ist hier in der Hut. Der ist in der Hut drin und guckt sich den Scheiß gerade an. Das will ich jetzt von dir sehen, bis gleich. Puh. Ja. Er ist weg. Ach, ist jetzt gerade mit seinem Novak weggefahren, ja. Ach, mein Gott. Kommt ihr mal bitte, Sultan, diesen Platz am Flughafen. Flughafen? Also, safe. Rein in die Autos. 100%. Ja. Ist nicht hier. Nicht da? Nee. Hm, ich rufe mal an, wo er hin ist. Ja, mach mal. Ruf zurück? Dann weiß ich ja auch nicht, Digga. Ja, warte. Ach. Ja? Ja, der ist zum Südlager gefahren und räumt das leer, wenn wir den ganzen Stuff davon geben. Der räumt jetzt sein Südlager leer und will dir den Stuff geben. Digga, was ist denn das jetzt? Ja, fahr mal zum Südlager, ich komm da jetzt auch an. Ja, okay, bis gleich, ciao. Was bist du eigentlich für eine kleine Muschi? Erzähl's mir, komm bitte, erzähl mir, was du für eine fucking Muschi bist. Digga, du kannst nicht einmal damit leben, dass dir dein OG wieder Worte gibt. Du hast nichts zu melden in der Scheißgang. Du machst deinen Job gut, das weißt du. Aber du benimmst dich wie ein kleines, verficktes Dreckskind. Und das zwar jeden Tag, bei jedem. Du hast keinen Respekt vor niemand. Und es ist scheißegal, ob ich das bin, ob das ein OG ist, ob das ein anderer Regie ist. Kendrick, komm mal her. Egal. Ey, ganz ehrlich, ich payoute den gleich. Ja, mach das. Um die Fahrzeuge kümmern wir uns, wenn du die 30.000 für deinen Payout zur Hut bringst. Bis gleich. Jo. Aber jetzt, halt Sache, ne? jetzt haben wir gerade ein ganz anderes Problem und das ist Tess. Ja. So, und Tess ist, ich will jetzt von euch dreien hören, was ihr über die Sache denkt. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, ihn zu payouten oder ihn einfach erstmal zu lassen. Oder ich bin gerade wirklich in einem Zwiespalt, weil ich meine, Kendrick, du kennst den schon ein, zwei Tage länger, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Kann man dem jetzt noch vertrauen? Kann man dem nicht mehr vertrauen? Beruhigt er sich wieder? Bleibt er? Was ist jetzt Phase? Also ich würde ihm eine Woche geben. Ich muss sagen, ihn einfach erstmal machen lassen. Ja, ich würde ihm sagen, hier Diggi, mach was du willst eine Woche. Dann, wenn du mal einen kleinen Kopf hast, gucken wir weiter. Aber ich denke, also ich kenne ihn ja schon mein Leben lang. Er ist halt eigentlich niemand, der Leute verrät. Das ist halt der Punkt dahinter. Da wird jetzt nichts online gehen, das Zeug erzählen. Das fühle ich. Das würde ich noch nicht einschätzen. Das fühle ich. Ich fühle das, dass er, weil jeder weiß, wie er ist, wenn er hochgekocht ist. Ja, ich rufe ihn an, dass er nochmal rauskommen soll. Da ist er doch. Wer bekommt die Kohle? Tess, hör mal zu jetzt. Ich hab nichts mehr zum Reden mit euch. Hör mal zu jetzt. Bevor du jetzt wieder über Kohle oder sonstiges redest. Du nimmst jetzt dein Auto und fährst das mal weg. Dann fährst du dich runter und dann gebe ich dir eine Woche Zeit und wir reden, wenn du dafür bereit bist. Was willst du eine Woche hören? Das gleiche, was ich dir jetzt auch sagen würde? Ich denke, dass es nicht das gleiche ist. Doch, genau das wird es sein. Ist dir das? Die Schnauze voll. Ja, ich weiß du? Ja. Wenn ich dich mit meinem eigenen Bruder trauen kann, dann. Wieso nicht trauen? Was hab ich dir getan? Was hab ich dir getan? Also, wer will die Kohle von euch jetzt? Dir, was ich dir getan habe. Ich halte meine Hand über dich, seitdem du hier in Los Santos bist, die ganze Zeit. Ja, wenn Freddy mal Auge macht, ich würde immer hinter dir stehen, ja, das sehe ich ja. Ey, wo mache ich dein Auge? Wer will jetzt die Kohle von euch? Nee, wo mache ich Auge? Ich hab dich heute gefragt, wer will die Kohle jetzt von euch? Drückt dir irgendjemanden in die Hand. Aber wenn du die Kohle jetzt abgibst, dann bist du raus. Ja, top. Also Kendrick, du hast die Gangkasse, komm mit zum ATM. Hey Digga, bist du schon mein Bruder, mit dir rede ich nicht mehr. MJ, geh du mit. Ja. Ich hab's ihm angeboten. Digga, was der wie viele Sachen raushaut, ne? Es ist unglaublich. Real Talk, ich verstehe das auch irgendwo, auch wenn du das so zu ihm gesagt hast, ist das auch okay in erster Linie. Sag ich dir, wie es ist. Aber ich denke, dass das zu einer Zeit passiert ist, als ihr noch auf Probe bei uns wart oder sonstiges. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es so war. Wenn es ungerechtfertigt wäre. Ja, ist es aber nicht. Richtig, und das ist der Punkt. Wie gesagt, ich war schon mal übelst sauer auf ihn, das weißt du ganz genau. Und ich habe ihn bei anderen jetzt auch schon mehrmals in den Schutz genommen, weil ich gesagt habe, ja, der ist so, bla 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 bla, aber
Ganz ehrlich, wenn er alles hinschmeißt, nur weil einmal was schiefgelaufen ist, was ihm nicht in Kram passt, dann kann ich ihm nicht mehr helfen. Sorry. Das Problem ist, wir müssen ihn im Auge behalten. Wenn er jetzt straight zu Ivan fährt, dann haben wir ein Problem. Wenn der nachher kommt, kann MJ? Er mal sagen, dann komm. So, Sigi holt jetzt noch die Schlüssel. War noch irgendwas? Du hast das Geld? Ja, das hab ich. Das Geld hast du, die Schlüssel, das klärt Sigi jetzt gerade. Die Autos, ne? Ja, das macht der Sigi gerade auch. Ach so, ja gut. Ne, die sind hier gerade zu. Ich hab ihn da jetzt hinterher geschickt, ich hab jetzt nochmal mit ihm gequatscht, aber da ist ganz zu vergessen. Ja, okay. Ja, dann müssen wir den jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall im Auge behalten. Was mit dem passiert und wie der weitermacht. Ich glaube nicht, dass der macht nichts. Der sagt nichts, der macht nichts, glaube ich nicht. Ich traue dem das eigentlich auch nicht zu, aber obwohl jetzt gerade traue ich dem alles zu. Ich denke, dass der in 2-3 Tagen realisiert, was der da jetzt überhaupt weggeschmissen hat. Aber das, sehen wir dann. Glaube ich auch nicht jetzt, dass der was macht. Nee. Das traue ich ihm nicht zu. Okay. Das glaube ich ihm nicht. Der ist halt einfach. Ist sauer, ja, ich weiß nicht, der ist sauer so, aber ich meine, verständlich. Ich habe ihm das jetzt auch gesagt so. Ich verstehe das auch, warum er sauer ist, so, seine Seite, weil er hat viel gemacht. Er hat bestimmt, keine Ahnung, 500.000 reingeholt für die Gang. Ja, aber darauf kannst du dich nicht ausruhen. Ja, dann auf der anderen Seite wird dann gesagt, hier komm, wir wollen noch 30.000 von dir, gibt alles ab und dann wollen wir noch 30.000. Ich verstehe das, ja, aber ich habe ihm das auch gesagt. Ja, das ist ein Payout, das hat nichts mit dem zu tun, was er reingeholt hat für die Gang. Ja, aber... Hätte ich jetzt einen Dollar nehmen sollen oder was? Das ist doch nett. aber die Sache ist die so, ich habe ihm jetzt auch nochmal gesagt, so, keine Ahnung, dass jeder in der Gang viel von ihm hält. Und dass er durch das, was er tut, auch ein hohes Ansehen hat, aber auch, dass halt eben auch jeder diese Meinung hat mit diesen, dass er halt einfach eine große Fresse hat. Und ich habe ihm gesagt, er kann die große Fresse haben, ja, er kann die große Fresse haben, bloß im richtigen Moment muss man halt einfach mal das Maul halten. Und ich sage ihm, er kann auch seine Meinung schon, gerne Jeffy sagen. Dodge, ja. Jederzeit kann er seine Meinung sagen, bloß es kommt halt eben drauf an, wie man. Warte halt mal, MJ, wo bist sagt. Du gerade? Ich stehe an meinem Auto, an meinem roten. Du stehst an deinem roten Auto. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal rüber und dann kannst du das den anderen beiden auch nochmal sagen, weil durchs Telefon kommt das bei denen nämlich nicht an und ich kann das nicht wiedergeben. Okay, dann lass nochmal rüber. Ja. So, also, jetzt nochmal für alle. Ja, ich habe ihn halt jetzt nochmal mit ihm gequatscht, ne? Aber wie gesagt, so, ich verstehe aus seiner Sicht, dass er halt angepisst ist, so, er gibt halt dann alles ab jetzt, die ganzen Samen und alles, er hat quasi null. Und dann sagt er so, er hat halt über 500.000 auch für die Gang reingeholt, so in dem Dreh. Und jetzt so nach dem Motto, wollen wir noch 30.000, so, und dann kann er sich verpissen. Und es geht jetzt nicht um das Geld, sondern es geht um diese Geste allgemein, dass es halt nur ums Geld geht und so. Das verstehe ich, die Aussage. Also da kann ich mich in ihn reinversetzen, ja, aber ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, jeder in der Gang weiß, was er tut, was er getan hat. Und jeder achtet ihn dafür. Und jeder weiß genau, wenn einer sagt, wer macht hier wirklich richtig viel, wer ist die ganze Zeit am Hasseln und sowas, da wird auf jeden Fall sein Name dazu zählen. So. Und, aber jeder sagt halt eben auch, dass er eine große Fresse hat. Und er weiß halt nicht, wann er die Fresse zu halten hat. Und dann ging das jetzt hier noch mit dir, Kendrick, halt, ne? Dass du halt ihn auf die Schnauze haust und so vom Lager. Ich sag dir ganz ehrlich, du musst halt auch mal zurückdenken, was du von dir gibst. So, keine Ahnung, was erwartest du da? Also, das ist halt, weißt du, was er momentan hat, ist einfach, er sieht seine Sicht. Er fühlt sich ungerecht behandelt, weißt du? Und jetzt schreibt er mir noch auf, so lässt er die Samen schmecken, ne? Der weiß nicht, wann Ende ist. Ja, es ist, ich glaube, das ist, ich bin ganz muss mal zurückschreiben, nicht, lass mir deine 30.000 schmecken. Nee, da kommt gar nichts zurück, da wird er noch mehr sauer, wenn er kommt. Ja, ist so, das war jetzt auch nur ein Spaß. Ich musste mir eben schon einen Spruch klemmen, gell? Mir lag schon wieder was auf der Zunge, aber das wollte ich jetzt echt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, na wenigstens hast du keine Purple Hose an. wie gesagt, also ich kläre so eine Sachen, oder hab's bis jetzt immer geklärt irgendwie, aber ich sag ganz ehrlich, bei der Sache ist vorbei. Kannst du nicht klären. Kannst du einfach nicht klären. Das ist, ich sag dir, dass das in 3 Tagen schon wieder ganz anders aussieht. Wenn der sich runtergefahren hat und realisiert hat, was er jetzt gerade weggeschmissen hat. Glaube ich nicht. Doch.
Nee, ich glaube, der ist echt angepisst so. Aber wie gesagt, also ich meine, dann ist das halt so. Dann ist er jetzt angepisst, weil ich kann es auch nicht ändern so. Die Sache ist die, es ist ja komischerweise kriegt sie dahin irgendwie sich vernünftig zu benehmen und so. Und da muss man halt irgendwann auch mal dahinter kommen, dass es vielleicht auch an einem selbst liegt, dass man irgendwie aneckt oder so und nicht, dass es irgendwie an jemand anders ist, liegt und nicht immer den Boomer sozusagen auf andere schieben. So, weißt du, was ich meine? Ja, aber jetzt mal Retalk. Muss man von der eigenen Tür kehren. So. Jetzt mal Retalk. So, ne? Ich behandle hier doch niemanden von oben herab. Niemanden. Weder euch noch die anderen. Zu niemanden sage ich, ich bin der Ogi, ihr müsst hier machen, was ich will und bla bla bla. Junge, das sieht woanders ganz anders aus, Digga. Weißt du, ich versuche immer mit den Leuten zumindest weiterhin auf Augenhöhe zu reden. So, klar, wenn der Cold kommt, dann hat das zu passieren, was ich sage. Aber alles andere, in jeder Situation, sind wir doch alle gleich.